gerettet. Wie kann ich dir jemals danken? Ganz einfach, Baby. Indem wir uns küssen. Darf ich um eure Aufmerksamkeit bitten? Ja, ich glaube, wir sind vollzählig. Wäre schön, wenn ihr alle mal ein bisschen näher kommt. Ja, dann ist doch gleich schön kuschelig hier. So, also herzlich willkommen. Ich glaube, dass es heute eine ganz tolle Feier wird. Und ich freue mich auch sehr, dass unsere Fans den Weg hierher gefunden haben. Ich glaube auch, ein paar Vertreter von der Presse gesehen zu haben, die sich auf die Feier geschmuggelt haben. Wie dem auch sei, scheißegal, wir feiern jetzt, oder? Jetzt wird lassen wir es krachen! Yeah. So, jetzt möchte ich auch noch kurz was sagen. Erstmal danke, dass ihr alle gekommen seid. Ich freue mich sehr. So, schaut mal alle auf diesen Monitor. Man mag es kaum glauben, aber es sind tatsächlich Roger und ich. Ja, wir wollten euch mit diesen Bildern unsere Lebenswege zeigen, die sich ja dankbarerweise vor 3 Jahren gekreuzt haben. So, und bevor das Buffet jetzt eröffnet wird, möchte ich doch ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um ein paar ganz besondere Gäste zu begrüßen, die uns heute begleitet haben. Das sind zum einen natürlich unsere Eltern. Und ganz besonders freue ich mich auch, dass mein kleiner Bruder Björn es geschafft hat, heute zu kommen. Ja, herzlich willkommen, Björn. Ich freue mich sehr über eine Person, die da ist heute. Das ist Nina. Nina, ich freue mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Nina und ich hatten eine schwere Zeit. Wir hatten auch lange keinen Kontakt. Und daher bin ich sehr froh, dass wir jetzt wieder Freunde sind. So ein Arschloch. Da ist er. Jetzt betrügt er mich mit diesem Pferd. Jetzt verlässt er mich wegen dem Pferd. Er will das Pferd heiraten und jetzt lädt er mich noch zur Hochzeit mit dem Pferd ein. So ein Penner! Was denn für ein Pferd? Es gibt niemanden, der mehr aussieht wie ein Pferd als Jennifer Wieland. Allein schon das Gesicht. Wenn Fury mal krank wird, muss man nur Jennifer Wieland fragen. Jetzt gibt's Rache. Okay. Und wie ist der Plan? Siehst du da die Regenrinne am Haus? Also, du kletterst die Regenrinne hoch, hangelst dich an der Hauswand entlang und steigst durchs Fenster ein. Dann ziehst du dich nackt aus und versteckst dich im Kleiderschrank. Und wenn dann Fury und Roger ins Schlafzimmer kommen, dann springst du nackt aus dem Kleiderschrank und sagst was wie,
Hi, Schatz. Ist die Olle Schabracke endlich weg? Dann zieh dich aus und lass uns weitervögeln, du Hengst. Oder so ähnlich. Kannst auch improvisieren. Da hoch. Wollen wir nicht vielleicht lieber 50 Pfützen auf Rotters Namen bestellen? Oder die Seitenspiegel von seinem Porsche abtreten? Mein Gott, du hast ja faustdick hinter den Ohren. Wollen wir vielleicht noch Klingelmäuschen spielen? Ich kann doch nicht diese scheiß Regenrinne da hochklettern. Warum nicht? Wozu warst du denn im Leichtathletikverein? Können wir nicht vielleicht einen anderen Racheplan austüfteln, bei dem ich mir keine Querschnittslähmung hole? Wovor hat denn Roger Angst? Vor chinesischem Essen. Da denkt immer, da sind Hunde drin. Und der total Schiss vor Gewitter mit Hagelniederschlag. Vor Schwulen. Vor Schwulen? Wie, das ist total homophob. Damit kriegen wir ihn. Wir outen ihn auf seiner Hochzeit einfach als schwul. Er ist aber nicht schwul. Ach, das ist doch völlig egal. Hauptsache alle anderen denken, dass er schwul ist. Vor allen Dingen Jenny. Du kennst doch diesen Schauspieler vom Tunneltheater. Benny. Genau. Du sagst Roger einfach, dass du noch zwei Freunde mit auf die Hochzeit bringen willst. Benny und mich. In der Zeit kümmere ich mich um ein paar Leute von der Presse und du überredest Benny, uns zu helfen. Und dann? Dann ruinieren wir Rogers Hochzeit, wie noch nie im Leben eine Hochzeit ruiniert worden ist. Ich biete Ihnen diese Story exklusiv an. Es wird auf der Hochzeit von Roger Bowack passieren und ist genau das Richtige für Ihre Zeitung. Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran? Frau Wagner, wir schätzen Ihre Arbeit wirklich sehr. Ehrlich wahr? Gerade hat der Redaktionsleiter eine SMS geschrieben. Der Artikel über den FC von Volontär Wagner, absolute Bombe. Herr Wagner, Bombe! Klasse Geschichte. Und trotzdem, so leid es mir tut, ich kann Sie nach dem Ende Ihres Volontariats jetzt leider doch nicht übernehmen. Was? Mir fehlen die Mittel. Ich empfehle, machen Sie als Freier weiter. Da haben wir Möglichkeiten. Freiberuflicher Journalist, na das ist ja mal eine Machtlücke. Sie sind doch ein Guter. Es tut mir leid, da fehlen einfach die Kapazitäten. Herr Neumüller, ich brauche den Job, bitte. Herr Neumüller, ich habe ein kleines Kind zu Hause. Meine Freundin studiert noch, ich brauche den Wagner! Reißen Sie doch mal zusammen. Sorry, das ist eine Entscheidung von ganz oben. Da kann ich leider nichts machen. Bitte, Herr Neumüller. Danke für die Zusammenarbeit. Mensch, Wagner, Kopf hoch. Wir telefonieren. Oh, und der Artikel über den FC, Wagner. Bombe, Bombe. Entschuldigung? Sind Sie Journalist? Bis vor einer Minute, ja. Vielleicht habe ich ja eine Story für Sie. Mein Name ist Susanne Mattei. Hier ist meine Karte. Haben Sie nicht zugehört? Ich bin arbeitslos. Was soll ich mit einer Story? Vielleicht habe ich ja die Story Ihres Lebens für Sie. Was würden Sie sagen, wenn Roger Bowack einen Geliebten hat? Ich würde sagen, wer ist Roger Bowack? Der Comedy-Star? Der aus den Ghostman-Filmen? Der am kommenden Wochenende die Hauptdarstellerin heiratet? Ach ja, der. Und der hat einen Geliebten? Ist das nicht ein totaler Frauenheld? Das ist doch alles nur Fassade. Für sowas gibt's die Regenbogenpresse. Die interessieren sich für so einen Krempel. Ich bin Journalist. Wenn Sie nur einen Spendenskandal bei der CDU haben, können Sie sich gerne nochmal bei mir melden. Hier, meine Karte. Henrik Höfgen! 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 Was wollen die von mir? Was wollen die? Ich bin auch nur Schauspieler. Oh.
Hi. Sorry, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich muss gleich arbeiten. Was denn? Starbucks. Cool. Euer Theater ist schön. Ich war ein paar Mal mit Roger hier. Damals. Hat mir mal erzählt, wie er seine ersten großen Rollen gespielt hat. Schwachsinn. In besten Zeiten durfte der hier nach den Aufführungen die Stühle gerade rücken. Seine größte Rolle war der vierte Baum von links im zweiten Aufzug von Wilhelm Tell. Was macht denn deine Karriere? Könnte besser laufen. Eventuell kann ich nächsten Monat in so einem Werbespot mitmachen. Vielleicht könnte ich dir ja zum Sprung auf der Karriereleiter verhelfen. Ja, vielleicht habe ich ja was, was dich in ganz Deutschland bekannt macht. Nee, ich weiß nicht, Nienchen. Ich habe gerade Klaus Mann gespielt. Und jetzt kommst du und willst, dass ich eine Tunte spiele, nur damit sich dein Ex auf seiner Hochzeit blamiert? Nee, nee, nee. Dein Foto wäre in jeder Zeitung. Jeder würde wissen, dass du Schauspieler bist. Außerdem ist an dem Tag gerade Bildungsstreik und das ganze Ensemble will bei der Demo mitmachen. Wegen Studiengebühren und so. Boah, Benni, auf einmal mehr oder weniger kommt's doch da auch nicht drauf an. Außerdem geht da eh keiner hin. Ich denke, du bist Schauspieler. Da muss man auch Prioritäten setzen. Ja, genau. Ich bin Schauspieler und bestimmt nicht als Lachnummer in der Bild-Zeitung. Ich bin Schauspieler. Verstehst du nicht, was das heißt? Ich will Rollenspielen mit jeder Faser meines Körpers. Ich will sie leben. Ich will spielen. Captain Willard, Aguirre, Guy Montag, Travis Bickle, Gerd Wiesler. Solche Rollen will ich spielen. Ja. Dann mal viel Spaß bei Starbucks. Dürfte ich Ihren Namen erfahren, damit ich ihn auf Ihren Frappuccino-Karamellbecher schreiben kann? Willst du dein ganzes Leben auf den einen Anruf warten? Die große Rolle? Die eine Chance? Hier ist sie. Du wirst dadurch kein großer Star, du wirst keine Preise gewinnen. Aber jeder wird deinen Namen kennen und du bekommst deine Chance. Ich kann doch keinen Schwulen spielen. Wieso nicht? Ian McKellen ist auch schwul. Ja. Der hat's aber auch nicht nötig, auf der Hochzeit von Justin Timberlake den Bräutigammann zu baggern. Was ist, wenn irgendjemand das Spiel durchschaut? Wer soll's denn durchschauen? Du musst ihn ein bisschen anschmachten und betatschen. Die Presse bekommt ihre Fotos und das war's. Roger bekommt den Skandal, du wirst berühmt und wir bekommen unsere Rache. Also, wie sieht's aus? Da drüben sehe ich einen ganz besonderen Gast. Peter Rodan, der Regisseur und Autor der Ghostman-Filme. Und mittlerweile ein sehr enger Freund von Jenny und mir. Also wir nennen ihn alle Perry. Wegen Rodan. Also Perry Rodan. So. Ich glaube, wir haben niemanden vergessen. Ja, dann würde ich sagen... Ach nee. Wie ihr wohl alle wisst, gab es bei den letzten Dreharbeiten zum Ghostman-Film einen tragischen Unfall. Deswegen, Jasper, bin ich sehr froh, dass du heute hier sein kannst. Jasper war mein Stuntman und hat sein Leben für mich riskiert. Jasper, ich... Also... Du wirst immer mein Freund sein. Ja, falls wir sonst noch jemanden Wichtigen vergessen haben, es tut uns leid, war nicht böse gemeint. Also dann, das Buffet ist eröffnet! Hey. Ja. Hallo. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich freue mich so für euch. Wir sind so ein schönes Paar. Dankeschön. Ja, ich weiß, du hast viel um die Ohren, ja. Ne? Deswegen danke, dass du gekommen bist. Ich habe gehört, letzte Woche 8,8 Millionen Zuschauer. Ja. Respekt.
die Frau da, ne? Die guckt die ganze Zeit in deine Richtung. Hat sich mein kleiner Bruder entweder eine weibliche Anhängerschaft gesucht? Um Gottes Willen nicht. Ich habe letzte Woche mit denen gedreht. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum die hier sind. Kannst du mir das Tape kurz beschriften? So, ich wäre dann soweit. Wer kommt nochmal hierher? Der fesche Feuerwehrmann Ferdinand. Also, wir stellen jetzt eine Frage und bei der Antwort wiederholen Sie einfach ganz kurz die Frage und antworten im ganzen Satz. Also, Beate, dann erzählen Sie uns doch mal, warum Ihre Mutter Sie bei Aschenputtelsucht Prinz angemeldet hat. Weil sie mit 25 Jahren immer noch nicht unter der Haube ist. Da macht man sich als Mutter schon mal Sorgen. Erzählen Sie das einfach nochmal. Wie sieht's bei Ihnen mit Männern aus? Und immer im ganzen Satz. Mit Männern sieht's bei mir nicht so gut aus. Ich habe sie schon im Internet angemeldet, auf so einer Kontaktanzeigenseite. Von alleine kommt da ja nichts. Und wir müssen realistisch sein. Eine klassische Schönheit ist sie wirklich nicht. Ja. Wie sieht's denn mit Sex aus? Nicht so? Im ganzen Satz, Kind. Mit Sex sieht's bei mir auch nicht so gut aus. Ja gut. Jetzt hat Ihre Mutter bei uns um Hilfe gerufen und wir haben einen Mann für Sie gefunden. Den feschen Feuerwehrmann Ferdinand. Das ist ja wunderbar. Vergroll mir den nur nicht, mein Kind. So ein Feuerwehrmann ist eine ganz schöne Partie. Vorher brauchen wir aber noch ein paar Geschichten von Ihnen und Ihrer Mutter. Sie sind ja quasi die Hauptfiguren der Story. Könnte man sagen, dass Sie und Ihre Mutter wie zwei gute Freundinnen sind? Meine Mutter und ich sind wie zwei gute Freundinnen. Hat Ihre Mutter Sie schon mal verkuppelt? Die hatte doch noch nie was. Meine Mutter hat mich noch nie verkuppelt. Und sonst? Erzählen Sie uns doch mal was von Ihrer Mutter und sich. Geschichten, Dramen. Na los, Beate, jetzt mal Feuer frei. Beatchen, erzähl doch, wie wir mit dem Fahrrad durch die Lüneburger Heide gefahren sind. Ich bin einmal mit meiner Mama mit dem Fahrrad durch die Lüneburger Heide gefahren und da hat es ganz doll geregnet. Das war damals, als mich mein Vater mit seinen Kegelfreunden durchgevögelt hat. Kind, was erzählst du denn da? Erzählen Sie weiter, Beate. Als ich 10 war, hat er mich mit zu seinem Kegelabend genommen. Und dann haben sie Königsmord gespielt, Papa und seine Kegelbrüder. Ich lag in der Mitte und alle 8 standen um mich herum und dann... Und dann haben sie es alle mit mir gemacht. Und Mama hat das gewusst. Sie hat Papa nicht rausgeschmissen, hat ihn nicht zur Rede gestellt, ihn nicht angezeigt und hat ihm auch nicht gesagt, dass er das ja nicht nochmal machen soll. Sie hat so getan, als wäre überhaupt nichts passiert. Das ist Lüge. Eine Lüge! Also, ich fand's gut. Kim sich zu Ihnen hat's doch gefallen. War doch genau richtig für Ihre Sendung, oder? Soll ich's nochmal erzählen? Machen wir weiter. Ich hasse Sie so sehr. Warum kann sie mich nicht lieb haben? Ich werde Ihnen helfen. Mit dieser Sendung, da können Sie sich gegen Sie wehren.
Aus der bodenständigen Beate und dem fischen Feuerwehrmann Ferdinand ist leider kein Paar geworden. Beate wird weiter mit ihrer Mutter Kniffel spielen. Aber wenigstens haben sich Mutter und Tochter versöhnt und es herrscht wieder Friede im Hause Schlunk. Die Hoffnung auf ihren Traumprinzen hat Beate aber noch immer nicht aufgegeben. Dass aus mir und Ferdinand nichts geworden ist, finde ich schade. Aber wer mit mir nicht Kniffel spielen will, ist nicht der richtige Mann für mich. Größer ist die Enttäuschung bei Mutter Gertrud. Du bist doch die bodenständige Beate, oder? Ey, ich hab dich gestern im Fernsehen gesehen, das war so lustig. Ferdinand, ne? Hätte nicht sein sollen. Ach hey, warst du nicht gestern im Fernsehen? Doch, ne? Die Kniffelfrau. Ich spiele keinen Kniffel. Doch, doch, das stand aber. Beate spielt für ihr Leben gerne Kniffel. Los, lauf doch nicht weg. Komm schon, erzähl mir doch ein bisschen was darüber. Hey, Beate, krieg ich ein Autogramm? Das ist so schade, dass es mit dem Ferdinand Beate, nicht geklappt hat. Ich hab bei Facebook eine Gruppe gegründet. Wir können doch zusammen kniffeln. Ihr wart so ein schönes Paar. Mitglieder. So lustig. Habt ihr denn noch Kontakt? Erzähl doch mal. Wohin? Beate, warte. Kniffel, Kniffel. Was komm schon, Beate. Wir sind doch deine Fans. Wie war das denn, Ferdinand? Beate? Beate, bist du das? Hey, was ist denn los? Was macht ihr denn hier? Wir waren, Wir waren gerade am Briefkasten. Wir hatten ein paar Probleme mit der Post. Warum hockst du da auf dem Boden? Die Sendung wurde ausgestrahlt. Und war gut? Ich spiele doch gar nicht so gerne Kniffel. Dieser blöde Redakteur hat mir das alles eingeredet. Er hat gesagt, ich soll das so sagen. Das stimmt doch alles gar nicht. Ich habe mich nicht mit meiner Mutter versöhnt und ich habe auch nicht mit diesem blöden Ferdinand... Ja, ist ja gut. Ist okay. Pass mal auf, du kommst jetzt erstmal mit zu uns und ruhst dich da mal ein bisschen aus. Und wenn du Lust hast, dann kannst du nächste Woche mit zur Hochzeit kommen von Roger und Jenny. Was hältst du davon? Ihr würdet mich mitnehmen? Na klar. Ja klar. Und diesen blöden Redakteur, dem zahlen wir es auch noch heim. Wirst du schon sehen. Lass sie mal direkt hier für uns zwei. Wir sind die Größten, Mann! Wer hat 8,8 Millionen Zuschauer? Wir! Wer hat die höchsten Einschaltquoten aller Dokusoaps aller Zeiten? Wir! Wer ist Einschaltquotenkönig? Wir! Und wer hat die nächste Runde? Du! Der Manuel, wir zwei von der Demo hier. Hey! Ja? Das ist Beate und das Hi. Ist Jasper. Hallo! Hi! Ja, ich habe die Kamera direkt mitgebracht und ich hoffe, dass alles klappt. Alles klar. Viel Glück. Tschüss. Tschö. Tschö. Ich bin der Einschaltquotenkönig! Das ist der Einschaltquoten-Dance! Einschaltquoten-Dance! Einschaltquote! Hey! Einschaltquote! Hey! Einschaltquote! Woo! Wissen Sie, wer der Einschaltquotenkönig ist? Da komme ich nie im Leben drauf. Aschenputtelsuchtprinz? Gestern? 20.15 Uhr? Hauptverantwortlicher Redakteur? Die Olle, die war zu dumm, um aus dem Bus zu gucken. Die hat jeden Scheiß mitgemacht. Die wurde von ihrem Vater missbraucht, als sie klein war. Die Mutter hat nichts dagegen getan. Ja, normaler Mensch würde auch kein Wort mehr mit der Mutter reden. Aber die Olle nicht? Die wohnt sogar noch da. Wie krass ist das denn?
Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Kennen wir uns? Noch nicht. Ich bin der Bruder von der großen Jennifer Wieland. Ne, die aus Ghostman, die jetzt heiraten wird. Die finde ich ja toll. Ach, finden Sie? Sie ist unglaublich. Ja. Soll ich mal was von meiner unglaublichen Schwester erzählen? Das ist eine faule Sau. Sie hat alles in den Arsch geschoben bekommen. Wer hat in der Schule geschuftet wie ein Blöder? Ich. Aber wer hat die guten Noten bekommen? Sie. Wer war immer nett und freundlich? Ich. Aber wen fanden alle immer toll? Sie. Wer hat 1000 unbezahlte Praktika im Medienbereich gemacht, eine Ausbildung zum Mediengestalter? Ich. Wer hat keine Schauspielschule besucht und ist lieber für ein Auslandsjahr nach Neuseeland? Sie. Und wer, mit ohne auch nur einen Finger krumm zu machen, Superfilmstar? Sie. Aber wer hat 8,8 Millionen Zuschauer zur Primetime am Freitagabend? Ich. 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 Wir sehen uns dann morgen. Was hat euch denn am besten gefallen? Die dramatische Szene, wo du dich auf den Boden geschmissen hast und gesagt hast, ich bin doch nur Schauspieler. Ja, der war gut. Ja. Der Björn war doch süß zu dir. Merkst du gar nicht, wie der dich immer anschaut? Mach auch mal ein bisschen, hör dir doch mal ein bisschen. Vermasselt das doch nicht immer alles. Ja, am Anfang gab es ein paar Komplikationen, aber dann lief es echt super. Und hast ja gesehen, was draus geworden ist. Oh ja, das habe ich gesehen. Hey. Hallo Jasper. Hallo. Hey. Wie geht's dir? Gut, danke. Toll, dass du da bist. Ja. Ja, erstmal auch alles Gute zur Hochzeit wünsche ich dir natürlich. Danke. Ne? Und Sie müssen der Bruder sein von Jenny, richtig? Hi, Jasper. Hey. Ach, das ist übrigens Beate. Beate kennen Sie ja schon. Beate wusste gar nicht, dass Björn ein Bruder ist. Komm doch mal rüber, Beate. Sie ist eine gute Freundin von Tamara und mir. Ein bisschen schüchtern, aber sie freut sich wahnsinnig, euch kennenzulernen. Das ist Jenny übrigens. Ja, klar. Schön. Hallo. Beate, ich gratuliere Ihnen auch nochmal zur Hochzeit. Vielen Dank, das ist lieb von Ihnen. Danke. Ich glaube, ein Autogramm wird sie sich sehr freuen. Oh ja, das machen wir. Das ist gar kein Problem. Habe ich mir doch gedacht. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sein können. Tolle Hochzeit. Ich habe all Ihre Filme gesehen. Ich finde sie echt toll. Danke. Ja, schade, dass Jamal nicht hier sein kann. Aber das steckt halt schon in Vorbereitung zum nächsten Film. Ne? Hey, hallo. Ich muss mal kurz weiter. Ich wünsche dir noch viel Spaß auf der Hochzeit. Dankeschön. Danke. Bis später. Ciao. Maike Borsch. Kommen Sie rein. Dankeschön. Sie müssen sich noch einen Moment gedulden. Der Arzt ist gerade bei ihr. Hat Ihnen meine Frau am Telefon alle Informationen gegeben? Sie hat mir nur gesagt, dass Sie eine Nachhilfelehrerin für Ihre Tochter brauchen. Sie hat einen Hauslehrer. Aber in Deutsch ist er überfordert. Haben Sie noch Fragen? Ja, Ihre Frau hat gesagt, dass Ihre Tochter eine Behinderung hat. Sie ist nicht behindert. Xeroderma pigmentosum. Sie ist ein Mondscheinkind. Ah, Dr. Jasching. Kommen Sie bitte, reden wir unter vier Augen. Dankeschön. Herr Prenting, ich habe keine guten Nachrichten. Die Ergebnisse der Gewebeproben sind sehr unruhig. Die drei Melanome auf dem Rücken haben gestreut. Ich kann Ihnen keine Hoffnung machen. Sie hat vielleicht noch 6 Monate. Und deshalb?
Entschuldigung, ich wollte nicht lauschen. Schon gut. Was auch immer Sie gehört haben. Bitte erzählen Sie Ruth nichts davon. Ja, natürlich. Hallo? Nachhilfelehrerin, oder? Ja. Wow. Sind die von dir? Ja. Schön. Findest du es albern, dass jemand wie ich Bilder von der Sonne malt? Nee. Überhaupt nicht. Ich finde die total schön. Du hast echt Talent. Danke. Ich male sie aus Filmen ab. Wenn ich einen Film mit einer tollen Sonne sehe, dann drücke ich auf Pause und mal das Bild ab. Die ist aus Forrest Gump, die aus Titanic, die natürlich aus Ghost Man und die aus Star Wars und die weiß ich gerade nicht mehr. Und, hast du einen Freund? Nein, leider nicht. Und du, hast du einen Freund? Na klar. Ich bin mit den Sternen verlobt und mit dem Mond verheiratet. Wir treffen uns jeden Abend. Entschuldigung. Das war echt eine blöde Frage. Warum? Naja, weil du kannst ja nicht raus und so. Und deswegen soll ich keinen Freund haben können. Wie lange ist deine Freundesliste bei StudiVZ? Keine Ahnung, so 80 bis 90 Leute ungefähr. Top, ich locker. Facebook? Alle so um die 100, glaube ich. Habe ich auch mehr. Und dann chattest du den ganzen Tag? Kannst du denn gar nicht raus? Ich war seit 6 Jahren nicht mehr tagsüber draußen. Wenn ich bei Sonnenlicht draußen bin, kriege ich Hautkrebs. Und da ich mich so leicht verletzen kann, wenn ich das Haus verlasse, pflege ich meine Kontakte eben über das Internet. So kann mir nichts passieren. Oh, ich glaube, ich muss auch gehen. Zeit ist schon um. Sehen wir uns dann morgen? Um die gleiche Zeit oder ist dir 4:30 lieber? Wer ist das? Meine Mama. Warum klebt deine Mama an deiner Mappe? Nur so. Du stehst auf Roger Bubak? Ja. Er gibt mir Kraft. Wenn es mir schlecht geht, sehe ich mir seine Filme an. Die sind so lustig. Ich kenne die alle auswendig. Ja, er ist für mich sowas wie ein Familienmitglied. Weißt du was? Ich mache am Wochenende mit meiner Schwester eine Party. Hast du nicht Lust zu kommen? Oh, das ist nett, aber... Ach, komm schon. Also, der Freund meiner Schwester hat bei den Ghostman-Filmen mitgearbeitet und... Der kennt Roger persönlich. Naja, ich meine, vielleicht könnt ihr euch immer unterhalten oder so. Komm schon, das wird eine tolle Party. Ich weiß wirklich nicht. Ich hole dich um 8 Uhr ab, okay? Keine Ahnung, warum sie so einen Stress gemacht hat. Sie hat mir erst so einen Stress gegeben und dann durfte ich nicht wieder, oder was? Ja, sie hat sich das jetzt neu geholt. Deswegen auch wieder hingefahren. Hab mich so gefreut, ihn zu sehen. Schließlich hat er mich gefragt, ob ich zu Kuchen komme. Meine Zeit? Alles klar? Ja. Was ist los? Schlechte Laune, oder was? Nee. Keine Ahnung. Hör mal, ich wollte euch jemand vorstellen. Kommt ihr kurz mit? Ach, nee. Klar.
Das ist meine Schwester Clara und ihr Freund Jim. Das ist die Ruth. Hi. Hi. Hi, du bist also der Eremit. Ja. Ich bin halt gerne mal alleine. Und du hast also bei den Ghostman-Filmen mitgearbeitet? Ja, ich habe die Filme mitproduziert. Also Co-Producer. Oder eher Assistent vom Co-Producer, Junior-Producer. Ja, okay, ich bin Praktikant. Aber sie übernehme ich, der Vertrag ist schon unterschrieben. Cool, Glückwunsch. Danke. Ich bin der größte Fan von Roger Bobak. Aha. Ich würde den so gern mal persönlich kennenlernen. Wie ist er denn so privat? Ja, nett. Also normal halt. Entschuldige. Hallo. Jim ist mein Freund. Du hast gefälligst die Finger von ihm. Klar. Und wie lebt sich so in deiner Höhle? Gut. Ich mal Sonnen. Echt? So als Gemälde? Ja. Cool, die würde ich gerne mal sehen. Klar, warum nicht? Oh, ey, das ist ein geiler Song. Das war doch total gut. Du hast voll Talent für diese Nummer. Ja, ich sollte auf diese Weltmeisterschaft fahren. Ich glaube, die ist in Finnland. Ich fahre dahin und rocke. Das wird so cool. Du fährst nirgendwo hin. Du hast Hautkrebs und das gleich dreimal. Schwarzer Krebs mit bösartigen Tumoren, die gestreut haben. Du verbringst die nächsten Monate in der Chemo und wahrscheinlich bist du in einem halben Jahr tot. Mal. Der Himmel ist wolkenlos und voller Sterne. Ich habe deinen Vater und den Arzt belauscht. Ich musste ihnen versprechen, dir nichts zu sagen. Mein Vater ist so naiv. Manchmal habe ich Angst vorm Sterben. Aber manchmal denke ich, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, tot zu sein. Kein Krankenhaus mehr, keine Operation mehr, keine Chemotherapie mehr, kein Arzt mehr, der einem sagt, wenn sie dem UV-Licht aus dem Weg gehen, passiert ihnen nichts. Keine gemalten Sonnen mehr. Vielleicht ist ja da, wo ich dann hinkomme, eine richtige Sonne. Eine, die mir nicht wehtun kann. Für dich. Das ist nicht euer Ernst. Doch. Wie gesagt, Cem kennt Roger und Jenny ganz gut. Wir gehen alle hin und es wäre echt schön, wenn du kommst. Danke. Gerne.
Das ist jetzt aber nicht so eine karitative Nummer, oder? Sowas wie der AIDS-kranke Waisenjunge Mulumbu aus Südafrika darf einmal Bono von U2 treffen. Doch, eigentlich schon. Nee, natürlich nicht. Ich kann nicht. Wegen der Sonne. Weißt du, manchmal muss man auch etwas riskieren. Ich passe auf dich auf. Nur das Stück von hier bis zu Rogers Haus. Und was ist mit Clara? Ach, Clara ist nicht so böse. Sie ist momentan nur etwas empfindlich. Unsere Mutter ist vor einem halben Jahr gestorben. Clara redet nicht drüber. Sie frisst alles in sich hinein. Sie kommt damit einfach nicht klar. Und du? Mittlerweile geht's. Wer weiß schon, was nach dem Tod passiert. Vielleicht sind wir ja danach alle da oben. Vielleicht ist deine Mutter ja bei den Sternen und beobachtet dich. Nein. Die ist hier. Die ist immer bei mir und passt auf mich auf. Beate hätte gerne ein Foto mit euch zusammen. Wäre das vielleicht möglich? Ja, natürlich. Ja, super. Dann ja. Wenn Fotos sind okay. Wer ist denn Beate? Beate. Hey Beate. Hallo. Komm. Hallo. Hallo. Nehmen wir dich mal in die Mitte. Ja, will ich auch sein. Genau, perfekt. Hast du Spaß? So. Ja. Schön. Willst du nicht auch mit drauf? Ich? Nee, passt schon. Achso, okay. Seht ihr ja noch öfter. Wie kam es denn durch den Fernsehen? Hast du sie gesehen? Ja, das war, da habe ich, glaube ich, gesehen. Was ist denn? Warte mal, kannst du einmal bitte gerade wiederholen? Ja. Das muss ich. Jasper, mein Alter, wie geht's dir? Ja, bestens. Ich trainiere schon für den nächsten Marathon. Ah, das ist übrigens mein Neffe Dennis. Freut mich, dich kennenzulernen. Ja, und mich erst. Immer schön, neue Leute kennenzulernen, ne? Hallo. Hallo. Jasper war früher mein Stuntman bei den Ghostman-Filmen. Ein Stuntman, der macht so Sachen ich wie... Ich weiß, was ein Stuntman ist. Roger? Kommst du mal gerade? Dieses verdammte Kind, echt.
ist echt nett von dir. Was ist mit meinen 10 Euro? Kannst du die Tüte vielleicht noch da oben auf den Schrank stellen? Da müsste auch irgendwo mein Portemonnaie liegen. Da? Ja, ja. Und hat alles geklappt? Ja. Gut, dann soll ich jetzt den Brief schreiben. Kannst du das nicht übernehmen? Bitte. Du checkst es einfach nicht. Er darf mich doch nicht sehen. Jetzt mach schon. Diese bescheuerten Herzen, die hättest du auch sparen können. Ich wollte dir eine Freude machen. Ja, und selbst dafür bist du zu dumm. Hässlich und dumm. Du weißt ganz genau, dass ich eine Allergie habe und die nicht essen kann. Und jetzt sieh zu, dass dieses Blag endlich den Brief schreibt. Und achte darauf, dass du den Schlüssel nicht stecken lässt. Also, du wirst jetzt einen Brief an deinen Onkel Roger schreiben, in dem steht, dass er 500.000 Euro bereithalten soll. Sie haben doch alle Latten am Zaun. Schreib. Nur zu Beweis, dass du den Brief auch wirklich geschrieben hast. Okay. Komm. Wenn ich aufs Klo muss. Geh. Warum haben Sie geweint? Ich habe nicht geweint. Natürlich haben Sie geweint. Sie haben rote Augen. Das geht dich nichts an. Los, schieb deinen Arsch da rein. Also ich habe ja noch nie geweint. Schön für dich. Natürlich hast du schon mal geweint. Was würdest du denn machen, wenn jemand sagt, dass du hässlich und dumm bist? Ihm aufs Maul hauen? Ja, das geht aber nicht immer. Ich lasse mir halt nichts gefallen. Wenn mir einer krumm kommt, sage ich ihm, dass er netter zu mir sein soll. Aber ich weine doch nicht. Das machen nur kleine Mädchen. Jetzt versuch was zu schreiben. Sehr geehrter Herr Straub, bla 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 bla. Da es sich bei der von Ihnen beantragten Operation um keine medizinischen zwingend erforderlichen Interventionen handelt, können die Kosten für die von Ihnen beantragten Operationen nicht übernommen werden. Der Stuntman von Onkel Roger. Wie bist du da rausgekommen? Alter Trick aus dem Elfsafe. Ich lach mich weg! Wollen Sie mich jetzt mit dem Rollstuhl einfangen? Ihr seid ja echt ein komischer Verein. Tamara! Tamara, komm her! Die ist weg. Ich hab die Tür knallen gehört.
Sie bringt wohl gerade den Liebesbrief für Onkel Roger zur Post. Kleines Biest! Hi! Hey! Na? Wie geht's dir? Alles gut. Und dir? Ja, auch. Es gefällt dir wohl, mich am Boden zu sehen. Hau doch ab! Verschwinde doch! Spielen Sie gut Gitarre? Was geht dich das an? Ich soll auf der Hochzeit von Otto Roger singen. Und habe wegen Ihnen die Probe mit dem Gitarristen verpasst. Schön für dich. Nein, das ist erstmal der Tanz. Haben Sie Lust, auf der Hochzeit mit mir zusammen zu spielen? Ich gehe bestimmt nicht auf die Hochzeit von Roger Bovak. Was haben Sie eigentlich gegen meinen Onkel? Er hat mir die Wirbelsäule gebrochen. Ghostman sollte aus der Rheinseilbahn springen. Alle haben gesagt, das wäre viel zu riskant bei diesem Wind. Aber der große Roger Bovak hat darauf bestanden. Also bin ich gesprungen. Ja. Und jetzt sitze ich hier. Und diese verdammte Szene ist noch nicht mal im Film zu sehen. Da ist doch wohl nur recht und fair, dass mir dein verdammter Onkel wenigstens die Operation bezahlt, die mir sonst niemand bezahlen will. Ach. Jetzt haust du ab, wo du gehört hast, was dein Onkel für ein Schweinehund ist? Vielleicht ist er ein Schweinehund. Aber dafür weiß er wenigstens, was es heißt, eine Frau zu lieben. Der nennt sie nicht dumm und hässlich. Ich weiß, wer sie sind und wo sie wohnen. Damit ist ihre Entführung geplatzt wie eine Seifenblase. Aber vielleicht halte ich auch meine Schnauze. Und zu einer Bedingung. Sie treten mit mir bei der Hochzeit von Onkel Roger auf. Einverstanden? Okay. Cool. Dann sollten Sie sich jetzt um Ihren Brief kümmern. Du hast recht, du... Scheiße. Dann er. Der hat 8,8 Millionen Zuschauer. Ich. Und der Krasser. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es direkt am ersten Abend klappt. Habt ihr damit alles, was ihr braucht? Ja, cool. Oh, fuck. Jetzt geht in der Arsch auf runter, ist was? Danke nochmal. Wir sehen uns. Tschüss. Tschö. Was machst du denn hier? Du hast den Schlüssel stecken lassen. Und dieses blöde Kind hat uns mit einem dämlichen Trick aus dem Ipsef verarscht. Ja, und jetzt ist er weg und sitzt zu Hause und lacht sich einen ab. Mann. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Naja, ist nicht so schlimm. Dann muss die Operation eben noch ein bisschen warten. Komm.
Kannst du mich schieben? Klar. Danke. Ja. Dankeschön. Ach, du hast es gesehen. Ach, super. Und wie hat es dir gefallen? Danke. Doch, also ich war ehrlich gesagt überrascht. Danke, sorry. Das war das erste Mal. Ja. Trinken wir noch mal was, das ist entspannt, oder? Ja, genau. Trinken wir lieber was, als dass du so viel Scheiß, die... Ja, du weißt auch nie, wie der hier reingekommen ist. Ja, nice. Jetzt von uns auch noch. Das ist ganz entspannt. Komm her. Ich mache eine Präsentation, ein paar Fotos. Oh, das Essen stinkt. Ja. Das war doch nicht schön. Nein, nein. Echt schön. Hi. Hallo. Ich finde es toll, dass Sie doch noch gekommen sind. Dafür muss es sich auch lohnen, ja? Sie werden es bestimmt nicht bereuen. Okay. Und wann können wir loslegen? Wir müssen noch ein bisschen warten. Ich sag Ihnen dann Bescheid. Die Blonde habe ich im Park getroffen. Die hat mir von der Story erzählt. Hm. Ich habe heute bei Neumüller gekündigt. Was? Ja! Er so, Manuel, hier ist der Übernahmevertrag. Ich so, nee, Herr Neumüller. Er so, wie jetzt? Ich so, nee, Herr Neumüller, ich lasse mich nicht so einfach vor Ihren Karren spannen. Er so, Manuel, bitte, Sie können mich jetzt nicht hängen lassen, ich brauche Ihren Artikel. Ich dann, nee, Herr Neumüller, nicht so, nicht für so wenig Geld. Ich arbeite lieber freiberuflich, bin nicht im Bimbo. Er wieder, Manuel, bitte, Sie sind mein bester Mann. Und dann ich... Ich war's, aber wir können gerne das eine oder andere Mal als Freiberufler zusammenarbeiten. Da hat der nichts mehr gesagt. Krass, oder? Krass. Und wovon sollen wir jetzt Miete zahlen? Ich hätte bei Neumüller doch nichts verdient. Ich arbeite lieber freiberuflich, ist doch okay. Und solange dein Vater uns unterstützt... Ja, tut er aber nicht mehr. Er hat angerufen. Er kann uns nicht mehr unterstützen. Wie soll ich Studium und Miete finanzieren? Was macht der Artikel? Okay. Aber wo ist das Interview mit dem Oberbürgermeister? Habe ich nicht gekriegt. Es tut mir leid, ich bin dauernd von der Sekretärin abgeblockt worden. Was sollen wir denn mit einem Bericht über die Lokalpolitik, wenn wir nicht mal ein Interview mit dem Oberbürgermeister haben? Da sieht man mal, was dir ein dämliches Studium bringt. Du lernst 3 Jahre lang was über Journalismus, Redaktionsarbeit, Medienrecht, aber wenn es um publikes Telefoninterview mit dem Oberbürgermeister geht, bist du überfordert wie ein kleines Kind. Warum bist du so gemein zu mir? Ich kann nichts dafür, dass du den Studienplatz nicht bekommen hast. Was hat denn das jetzt schon wieder damit zu tun? Du weißt ganz genau, dass ich diesen blöden Studienplatz eh nicht haben wollte. Ein Volontariat war mir viel lieber. An der Uni treiben sich doch nur Idioten rum. Alles Theoretiker, die vom Leben keine Ahnung haben. Und das Ergebnis sieht man an diesem wertlosen Artikel. Das Entscheidende, das Praktische, das Interview fehlt. Es tut mir leid, dass ich das Interview nicht gekriegt habe. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wenn der Artikel auch nichts einbringt? Ich habe da vielleicht noch was. Ich habe den Tipp bekommen, dass auf der Hochzeit von Roger Bowak vielleicht was zu holen ist. Der soll einen Geliebten haben. Was? Ey, das wäre der Hammer. Jede Zeitung zahlt uns dafür ein Vermögen. Ja, wenn es denn überhaupt stimmt. Aber das ist doch kein seriöser Journalismus. Seriös können wir später sein. Jetzt werden wir erstmal reich. Ja, ja, 5.000 pro Foto. Alles klar, so kommen wir ins Geschäft. Okay? Okay. Wenn wir es schaffen, auf die Hochzeit zu kommen, hilft sie uns, das Foto zu machen. Und Neumüller wird uns ein solches Bild vergolden. Ja. Wir werden reich! Können wir feiern! Tanz mit mir, bald schwimmen wir im Geld. Hm.
einem Swimmingpool voller Geld. Vor unserer Villa. Neben der Garage mit den 35 Maseratis. Und dem Hubschrauberlandeplatz. Und dem Boot. Der Yacht. Ja. Wir kommen jetzt auf die Feier. Wir schleichen uns ein. Durch die Hintertür oder durch ein Kellerfenster. Ja, ja, genau. Dann probier's beim Management von Roger Bowak. Mann, Schatz. Offiziell keine Presse auf der Feier. Ja, offiziell. Aber inoffiziell hilft bestimmt ein bisschen weiblicher Charme. Okay. Aber diesmal muss es klappen. Es muss einfach. Ich meine, denk an Günther Wallraff. Der riskiert richtig was für seine Artikel. Schatz. Es muss klappen, okay? Nein, nein, die Veranstaltung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Schönen Tag noch. Auf Wiederhören. Ja? Ich bin Vanessa Mayberg, Chefredakteurin von Young Spirit. Wir sind das neue Magazin. Cool und immer top aktuell. Alle jungen Leute lesen Young Spirit. Wir richten uns an die 20, 30... Wenn ich das Magazin nicht kenne, dann ist es auch nicht cool. Und ganz sicher lesen es auch nicht alle jungen Menschen, sonst wüsste ich davon. Also, was wollen Sie? Das Magazin ist noch ziemlich jung. Quasi ein Geheimtipp. Die neue Neon. Aber unsere Absatzzahlen haben sich innerhalb des letzten Quartals verdoppelt. Schön für Sie. Was wollen Sie? Roger Bowak ist das Idol unserer Zielgruppe. Wenn Sie mir und meinem Fotografen eine Einladung und ein Exklusivinterview auf der Hochzeit geben, dann werde ich Ihnen beweisen, wie gut wir sind. Kann es sein, dass Sie gar nicht für dieses Magazin arbeiten? Dass Sie für überhaupt kein Magazin arbeiten? Ich brauche diese Einladung. Warum sollte ich Ihnen eine Einladung geben, wenn ich allen anderen keine gebe? Also. Bitte. In Ordnung. Sie können sich zwei Einladungen holen. Danke. Danke. Sie wissen überhaupt nicht, was mir das bedeutet. Ich... Danke. Auf allen Vieren. Jederzeit gehen. Die Tür ist offen. Hallo? Nein, ich möchte nicht mit der Sekretärin sprechen. Es geht einfach nur um ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Es geht um ein Interview, okay? Was hast du getan?
Jetzt mach die Tür auf. Passt schon. Ich hab dir die Karten besorgt. Was meinst du? Nein, tu das nicht. Ich hab das doch nur für uns gemacht. Hey, ich kann nicht. Ich hau dem auf die Fresse. Nein, du haust ihm nicht auf die Fresse. Dann war alles umsonst. Mensch, der Wagner. Na, läuft's als Freier? Ja klar, läuft. Hab ich ja gesagt. Ich hätte ihn ja so gerne übernommen, aber die Kollegen. Mir waren da die Hände gebunden. Nee, Herr Neumann, ich bin durch damit. Mit der Nummer. Ich arbeite nicht für so wenig Geld mehr. Nee. Mutig, Wagner. Mutig. Die Kollegen vom Sport bräuchten jetzt noch jemanden, aber in dem Sinn. Also frohes Schaffen als Freier. Respekt. Ich hab dir gesagt, ich bin durch damit. Kann ich mal ganz kurz um eure Aufmerksamkeit bitten? Roger, Jenny, kommt doch mal nach vorne, jetzt geht's hier um euch. Liebe Jenny, lieber Roger, als Bruder der Braut kann ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mein Geschenk persönlich zu überreichen. Und ich habe lange überlegt, was ich so erfolgreichen und so einem solventen Paar schenken kann. Und ich habe mich für etwas entschieden, womit ihr beide sicher nicht gerechnet hättet. Einschaltquoten-Dance, Einschaltquote, hey, Einschaltquote, wuhu! Das ist der Einschaltquoten-Dance, Einschaltquoten-Dance, Einschaltquoten, hey, Einschaltquoten. Ja, was ist denn für eine Scheiße hier? Einschaltquoten-Dance, Einschaltquote, hey, Einschaltquote, ho! Das ist der Einschaltquoten-Dance, Einschaltquoten-Dance, Einschaltquote, hey, Einschaltquote, ho! Das ist der Einschaltquoten-Dance, Einschaltquoten-Dance, Einschaltquote, hey, Einschaltquote, wuhu! Soll ich mal was von meiner unglaublichen Schwester erzählen? Das ist eine faule Sau. Die hat alles in den Arsch geschoben bekommen. Wer hat in der Schule geschuftet wie ein Blöder? Ich. Aber er hat die guten Noten bekommen. Sie. Wer war immer nett und freundlich? Ich. Ja, wir mussten da so ein, Sie. Du. Kommst mit. Bezahlte Praktika im Medienbereich gemacht, eine Ausbildung zum Mediengestalter. Ich, wir haben keine Schauspielschule besucht und uns lieber für den Das ist der Einschaltquoten-Dance, Einschaltquoten-Dance, Einschaltquoten, hey, Einschaltquoten, Was war das? Ich hab keine Ahnung, was das war. Ich weiß nur, dass ich jetzt nicht wieder in Wieland sein möchte. Hey, ich wollte mich bei dir entschuldigen. Das, was ich auf der Party zu dir gesagt habe, war ziemlich gemein. Ist schon okay. Was ist mit Cem und dir? Den kannst du geschenkt haben. So war das jetzt nicht gemein. Ich schon okay. Schämen. Wie du schon da sitzt. Voller Selbstmitleid in deinem Elend badend. Nachdem du einen Menschen unglücklich gemacht hast, der nie was getan hat. Nur weil du es nicht ertragen kannst, dass jemand glücklich ist. Ist das noch meine Schwester? Du widerst mich an, weißt du das? Cem hat mich verlassen. Wieso? Er ist eh mein Schönwetterfreund. Solange es mir gut geht, ist alles wunderbar. Aber kaum habe ich ein Problem und es geht mir schlecht, sieht man von Cem nur noch die Staubwolke am Horizont. Außerdem ist er Islamist. Der fliegt doch bestimmt bald mit dem Flugzeug in den Kölner Dom. Was soll ich mit so einem? Ich ertrage es nicht, noch jemanden zu verlieren. Dann erzähl doch mal jemand, wie es dir geht. Du kannst mit mir reden, mit Jenny, Roger, Papa, Julia. Die sind alle für dich da. Und lenk dich mal ab. Du leidest den ganzen Tag vor dich hin. Ist doch klar, dass man so ein Miesepeter wird. Soll ich mich jetzt im Töpferkurs anmelden? Nee. Aber vielleicht kannst du uns helfen. Wir haben Jennys erste Schauspiellehrerin gefunden. Die beiden sind irgendwie zerstritten, aber ich weiß, dass Jenny sehr viel von ihr hält.
Es wäre echt schön, wenn wir es schaffen würden, diese Frau als Überraschungsgast auf die Hochzeit zu bringen. Jenny würde sich so freuen, wenn sie sich versöhnen. Und? Vielleicht kannst du sie überzeugen zu kommen. Nee, sowas kann ich nicht. Na klar kannst du das. Diese Scheißsonne! Wer sind Sie denn? Guten Tag, ich bin Clara Borch. Sind Sie Rita Dietrich? Kommen Sie rein. Sie können sich da hinsetzen. Ich bin Besuch nicht gewöhnt. Ich will meine Ruhe haben und nicht gestört werden. Ich habe also auch nichts im Haus, das ich Ihnen anbieten könnte. Ach, das macht doch nichts. Sie kennen doch Jennifer Wieland. Raus hier. Raus. Verschwinden Sie aus meinem Haus. Entschuldigung, ich wollte Sie... Sie wissen ja nicht, wovon Sie reden. Gehen Sie jetzt! Ich dachte, Sie wären Ihre Schauspiellehrerin gewesen. Ich war mehr als das. Sie hat doch hier gewohnt. Ich habe ihr alles beigebracht. Wir waren wie eine Familie. Ich habe sie zu einer Schauspielerin gemacht. Und dann? Dann? Dann kam Roger Bowak und hat mir mein Juwel weggenommen. Für den lächerlichsten Film, der auf der Kinoleinwand jemals gezeigt wurde. Ghost Man. Eine alberne Komödie, in der Mario Barth den Schurken spielt. Ich... hab sie seitdem niemals wiedergesehen. Jennifer heiratet nächstes Wochenende und sie würde sich so freuen, wenn Sie auch kommen würden. Ich würde lieber sterben, als zusehen, wie sie diesen Pavian heiratet. Tun Sie es doch für Jenny. Reden Sie doch nicht so geschwollen daher. Sie haben keine Ahnung, was es heißt, jemanden zu verlieren. Doch, das weiß ich. Und ich sag Ihnen, Sie haben keine Ahnung. Ich wollte Ihre Gefühle nicht verletzen. Auf Wiedersehen, Frau Dietrich. Ja, ich habe echt alles versucht. Ja, schade. Aber okay, kann man nichts machen. Ja, wir werden schon noch einen anderen Überraschungsgast finden. Nee, ich will es auf jeden Fall nochmal versuchen. Okay. Ich schaff das. Wie du meinst. Dann viel Erfolg. Okay, bis dann. Melde dich dann nochmal, ja? Ja, mach ich. Bis dann. Okay, ciao. Tschüss. Ich hasse den Wald. Überall die blöden Zecken. Sie sind ganz schön feindselig. Kein Wunder, dass Sie sich mit Jennifer gestritten haben. Aber jetzt könnten Sie doch über Ihren Schatten springen. Jenny wünscht sich so sehr, dass Sie sich wieder versöhnen. Dann hätte sie sich nicht mit diesem Golem zusammentun dürfen. Ich komme nicht zur Hochzeit. Ausschluss und basta. Schade. Was meinten Sie, als Sie sagten, Sie wüssten, was Verlust bedeutet? Das geht Sie nichts an. Ich will einfach nicht drüber reden, okay? Was halten Sie von einer Wette? Eine Wette? Ja. Einmal hin und zurück und wer zuerst wieder hier ist, hat gewonnen. Sie wollen mit einer alten Frau um die Wette schwimmen? Haben Sie Schiss? Wie stellen Sie sich das vor? Ich habe doch gar keine Schwimmsachen dabei. Hallo? Sonne, 35 Grad,
Sie sind doch in 2 Minuten wieder trocken, also nehmen Sie mal hier nicht rum. Deal or no deal? Okay. Worum geht es? Wenn ich gewinne, dann kommen Sie mit zur Hochzeit. Und wenn ich gewinne? Dann kommen Sie eben nicht mit. Ich lache mich ja kaputt. Wenn ich gewinne, dann erzählen Sie mir Ihre Geschichte. Deal or no deal? Deal. Auf 3 geht's los. 1, 2, 3. Bin ich platt. Und Sie stehen da, als wären Sie gerade eine Runde in der Badewanne geschwommen. Also gut. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen. Mein Freund hat mich verlassen und vor ein paar Monaten da... Sie müssen mir das nicht erzählen, wenn Sie nicht wollen. Außerdem hätte ich vielleicht erwähnen sollen, dass ich deutsche Meisterin gewesen bin. Deutsche was? Erste, 1500 Meter Freistil, deutsche Schwimmmeisterschaften 1990 in München. Boah, Sie Arschgeige! Ich kraul mir die Seele aus dem Leib, um durch diesen Scheißtümpel zu kommen. Und Sie sagen mir nicht, dass Sie zu Hause eine ganze Schwimmtrophäensammlung stehen haben? Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Danach hat sie 2,5 Monate im Koma gelegen. Wir haben sie zu uns geholt. Ich habe doch bei ihr gesessen, mit ihr geredet und ihre Hand gehalten. Und manchmal habe ich gedacht, sie schaut mich an, wenn ich ihr in die Augen geblickt habe. Und manchmal dachte ich, sie drückt meine Hand. Ganz leicht. Aber meistens waren ihre Augen tot. Und ihre Hände lagen einfach nur schlaff in meinen. Sie war einfach nicht mehr da. Dann ist sie gestorben. Das tut mir leid, ich... Schon gut. Und, was ist jetzt? Kommen Sie mit zur Hochzeit oder nicht? Warum ist Ihnen das so wichtig? Jenny würde sich so freuen und... Ich war ziemlich gemein zu jemandem. Das tut gut, etwas Gutes zu tun. Sie sind ein guter Mensch, Clara. Na gut. Dann komme ich eben mit zu dieser Hochzeit. Aber wenn das Kamel frech wird, dann trete ich ihm höchstpersönlich mit Anlauf in seine Eier. Ja, da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Unsere Eltern haben da auch noch einiges sozusagen. Ach Mensch, es tut mir echt leid. Aber wir haben auch noch eine Überraschung für dich. Ach ja? Wollt ihr mir vielleicht auch noch mitteilen, wie beschissen ihr mich findet? Quatsch. Mach mal die Augen zu.
hasse diese scheiß Pferde. Frau Dietrich. Mit ihm hätte ich ja niemals gerechnet. Ich freue mich so. Alles Gute zur Hochzeit. Danke. Ihr seid verrückt, gerne. Dir natürlich auch alles Gute. Ach, wissen Sie was? Kommen Sie her. Ja, wo sind Sie denn jetzt? Mann, ich hab doch gesagt, die kommen gleich. Jetzt warte doch mal bitte. Hier, wie sieht's denn jetzt aus? Sind Sie einsatzbereit? Ja, immer. Wo ist denn der geheimnisvolle Geliebte? Rechts geht's nach Bremen. Und der andere sagt, links geht's nach Bremen. Sie gehen jetzt ins Ankleidezimmer und verstecken sich da, damit Roger sie nicht sieht. Penny und Roger kommen dahin und sie können die Fotos machen. Der andere sagt, links geht's nach Bremen. Und der rechte weiß, dass sein Bruder lügt und der linke weiß, dass sein Bruder lügt. Ja. Und irgendwie gibt's eine ganz Hallo. Hallo. Stimmt. Entschuldigung. Könnte ich Sie vielleicht ganz kurz unter vier Augen sprechen? Kennen wir uns? Ja, ich bin vom Tunneltheater. Ah, ich glaube, ich erinnere mich. Wilhelm Tell. Ich war der vierte Baum von links. Und wie ist es? Benedikt? Benjamin. Ah. Ja, wie gesagt, vielleicht ganz kurz unter vier Augen? Ja. Da vielleicht? Okay. Vielleicht könnten wir einfach da reingehen. Es sind Privaträume. Und da geht's zum Ankleidezimmer. Ja, bitte. Okay. Ich wollte Ihnen eigentlich nur sagen, dass ich ein großer Bewunderer Ihrer Arbeit bin. In meinem Ankleidezimmer. Ja. Kommen Sie doch ein Stück hier rüber. Ich weiß nicht, was das soll. Darf ich Sie einmal umarmen? Wie bitte? Nur ein einziges Mal? Moment. Machen Sie das nochmal. Diesen verzweifelten Blick. Nicht schlecht. Ja, und jetzt versuchen Sie mal richtig böse zu gucken. So richtig böse. Das ist gut. Ja, das ist gut. Wir sind noch auf der Suche nach einem Schurken für den nächsten Ghostman-Film. Herkules. Interesse? Ja, es ist nicht die Hauptrolle, aber es ist die größte Nebenrolle. Wir suchen seit Monaten nach so einem Gesicht. Ich weiß zwar nicht, ob Sie Zeit haben und ich denke, Sie haben sicher einen vollen Terminkalender. Nein, das passt. Das kriege ich schon irgendwie dazwischen geschoben. Ich muss das sowieso noch mit meinem Regisseur besprechen, aber da ich den Film mitproduziere, da fällt mir ein, ich habe sowieso gerade das Kostüm im Schrank hängen. Wollen Sie mal anprobieren? Das passt mir doch sicher sowieso nicht. Probieren Sie lieber studieren. Lass mich mal in den Schrank. Ach du Scheiße. Was war das? Das war ich. Ich bin Bauchredner. Vergessen wir das mit dem Kostüm. Ist doch Ihre Hochzeit heute.
Da wird gefeiert. Komm, gehen wir ein Bierchen trinken auf gute Zusammenarbeit. Na gut. Dann stelle ich sie auch direkt mal unserem Manager vor. Er kann dann auch mit Ihnen die ganzen Vertragssachen machen. Produzent ist leider nicht da, der ist in der Karibik auf Drehortsuche. Karibik? Na, wie war's? Was wollen denn Sie? Entschuldigung, kennen wir uns? Gott, da lassen Sie sich nicht belästigen. Wir haben noch ein paar wichtige Sachen zu besprechen. Entschuldigen Sie. Sieht nicht so aus, als hätte es geklappt. Tja, das war's dann wohl mit unserer Rache. Sieht aber auch nicht aus, als täte es dir leid. Doch, das tut's. Komm, wir gehen uns besaufen. Ich hab gleich gewusst, dass das ein Rohrkrepierer wird. Scheiße, da kommt schon wieder jemand. Ah, heute ist der schlimmste Tag meines Lebens. Schönster Tag meines Lebens. Oh. Hey, Dieter. Ja, grüß dich. Alles aus. Schön, dich zu sehen. Alles klar? Prima. Ja, wie du siehst, eine kleine Gesellschaft. Und wer ist jetzt? Das Brautpaar und daneben Dennis. Die beiden. Der Kleine. Die beiden. Der hat das Lied ganz alleine geschrieben. Ach, der Kleine. Ja, aus dem machen wir was. So, und jetzt hält der Papa mal eine kleine Rede. Gut. Ich darf doch mal kurz um Aufmerksamkeit bitten. Okay, Leute. Ich wollte auch noch mal kurz was sagen. Roger, Jenny. Ich wollte sagen, wie stolz ich bin, euer Manager und, ich glaube, ich darf das nach so vielen Jahren sagen, auch euer Freund sein zu dürfen und hoffentlich noch in den nächsten Jahren weiterhin sein werde. Dankeschön. Ich würde mich nicht drauf verlassen. Und jetzt singt für euch Dennis, weil Dennis ein Lied geschrieben hat für Jenny und Roger mit dem Namen Rainbow. Bitteschön. Und wie ich gehört habe, wird Dennis auch noch zusätzlich von einem Freund auf der Gitarre begleitet. Nämlich von Jasper. Gut siehst du aus, alles aus. Yeah. Ich wusste gar nicht, dass du auch musikalisch bist. Kannst du mal sehen. Prima. Danke. Seems I found what I'm wanting. There's something good I'd like to see in a song. You can be what you want to. A friend is someone that you need, big or small. Die einsamen Damen da hinten, bitte, ein Tanzen kommen. Colors of the rainbow, making
Du wirst diese Frau nie bekommen, Ghostman. Hilfe! Hilf mir doch! Ich komme, Baby.